eine komplett neue Welt, eine komplett neue Mod und ein komplett neues Abenteuer wird gestartet. Das alles erwartet ihr euch heute in der ersten Folge Ark Primal 4 Modded. Leute, hier geht es heute los. Ich bin so gespannt, ich bin so gehypt. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Leute, wenn euch das gefallen sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter, wenn ihr abonnieren wolltet. Das wäre noch viel lieber von euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der ersten wilden Folge. So, Leute, und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge Ark Primal 4 Modded. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, nicht so brief zu sagen. Hier geht es heute endlich, Leute, geht es hier heute wieder los. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich hatte ein bisschen Abstinenz vom Aufnehmen. Es war schrecklich. Leider habe ich die ganze Zeit auf das Supreme Update gewartet und dann kam ein Supreme Update und da war da einfach nichts drin. Da waren irgendwie so nur so ein neuer Tribesman drin oder sowas. Und ich dachte so, wow, das ist nicht super interessant. Das sind nicht diese Dino-Entwicklungen, worauf wir gewartet haben und neuen Bossen, worauf wir gewartet haben. Und ich war super gehypt eigentlich auf Supreme, aber da kam nichts. Und dann dachte ich mir so, wisst ihr was? Dann fangen wir einfach schon mit der neuen Season an. Ich wollte das schon eine halbe Ewigkeit machen. Primal 4. Endlich wieder spielen. Ich habe das letzte Mal auf dem YouTube-Kanal gebracht, vor 2 Jahren. Ich habe extra nachgeguckt. Wilder Kram und vor allem ist super, super viel Neues gekommen bei Primal 4. Ich habe keine Ahnung davon, was gekommen ist. Und es gibt noch eine Zusatzmod, von der habe ich noch gar nichts gesehen. Und da sind auch richtig wilde Sachen drin. Die heißt irgendwie Unofficial Extras oder sowas von Primal 4. Ich bin so heftig gehypt, gespannt. Ich kann es nicht abwarten. Ich hoffe, der Server läuft jetzt vernünftig. Wir sind hier wieder auf Fjordur unterwegs. Wollte ich auch letzte Season schon drauf spielen bei Supreme, aber da ist einfach nichts gespawnt und da war ich super sad. Und dann dachte ich mir so, wisst ihr was? Wir probieren das jetzt nochmal. Wir werden jetzt hier Primal 4 auf diesem Server hier spielen und da ist schon irgendein komischer Boss, da sollten wir ein bisschen aufpassen und gucken mal, wie hier alles so spawnt. Zur Not wechseln wir wieder den Server, wenn das in die Hose gehen sollte. Aber ich habe ein bisschen rumgeguckt und bis jetzt sehen die Spawns eigentlich ganz gut aus. Ich habe einiges gesehen. Ich habe Celestials jetzt gesehen. Ich habe Chaos gesehen, Demonics, ich habe alles schon gesehen und das wird super, super nice. Leute, wenn ihr gehypt sein solltet auf diese neue Season, lasst doch ein Like da, das wäre super, super lieb von euch und hilft sehr weiter, wenn ihr abonnieren wollt. Das wäre noch viel lieber von euch, dann verpasst ihr keine der neuen Folgen. Ich bin jetzt regelmäßig wieder am Start. Wir werden, sobald Supreme ein Update bringt, auf jeden Fall in Supreme auch wieder reingucken und werden die Bosse nochmal wegknechten. Gar keine Probleme natürlich, machen wir dann. Aber jetzt ist erstmal Primal 4 dran und ich freue mich übel drauf. Ich bin unnormal gehypt. Ich würde sagen, ich grabbel hier mal ein bisschen weiter, mache mir so ein bisschen Werkzeuge und sowas. Ich weiß nicht mehr, was da hinten ist. Vielleicht kann ich da sogar ein bisschen was abgreifen. Warte. Wir testen mal. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das Ganze sein wird. Aber wäre ja cool, wenn wir da irgendwie schon Items bekommen würden. Wenn hier schon mal so eine Leiche rumliegt, muss man echt zugreifen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich werde sowas von elendig sterben an dem Megalodon. Oh mein Gott, bin ich langsam im Wasser. Oh no, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Sauerstoffskill war aber ganz schnell hier. So, wie schnell bin ich jetzt? Ich bin ja nicht mal viel schneller als vorher. Ach, der Hai wird mich schon nicht sehen, was da schon in die Hose geht. Ist hier jemals was in die Hose gegangen? Ich glaube nämlich nicht. Ja, guck mal, der geht halt wie ich weg. Ja, der hat Angst vor mir. Sollte er auch lieber haben. So, hier. Und was haben wir bekommen? Nur Scheiße. Ah, da gehen wir auch ganz schnell wieder weg. Darf ich fliehen? Ah, das sieht ja ganz gut aus. Hä, wir sind sogar weggekommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das wäre unser erster Tod, aber nein. Und da fliegt irgendwie ein komischer Papagei oder sowas. Was zum Teufel ist das denn? Ey, eigentlich wollte ich euch jetzt wegschicken und ein bisschen Sachen farmen, damit wir so eine kleine Base haben und ein bisschen was anstellen können. Aber was zum Teufel bist du? Das ist ja übel süß. Und wie viele sind davon hier? Und die sind ja richtig klein. Also ich würde nicht sagen klein, also ich würde eher sagen so Durchschnitt, aber schon. Kann man die zähmen? Ich will so einen haben, unbedingt. Ich glaube, der wird mein Leben bereichern, aber dafür müsste er mal landen und ich muss mal gucken. Ich habe auch kein Spylist, nichts. Ich muss erst mal wieder ankommen. Okay, ich wurde gerade getötet und ich habe nicht mal gereicht, wovon, ehrlich gesagt. Ich würde mir das gerne angucken. Das war ein Fjordhawk, ein Alpha Fjordhawk. Was zum Teufel? Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Sind die nicht erst richtig neu? Ich wollte gerade so ein paar Sachen farmen und uns gleich hier so eine Foundation hinstellen und zumindest schon mal sowas in Richtung Narkosemittel machen. Aber irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Oh mein Gott, ist der das? Da sind richtig viele davon. Wie soll ich denn da... Hä? Ich will den haben. Guck mal, die töten die Papageie. Warum? Oh nein, er ist tot. Aber warum haben die mich getötet? Warum so aggressiv, die Buben? Guck mal! Jo, die sind richtig mad!
Oh mein Gott, hä? Ich will so ein Ding haben. Ich will alles haben. Ich will auch so einen Papagei haben. Okay, ich bin jetzt gerade im Wald gespawnt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ehrlich gesagt. Nein, war keine gute Idee. Okay, oh man, out, war keine... Nee, war... Nekrotik, Dodo. Seit wann gibt es solche Sachen? Ich habe das alles noch nie gesehen. Ohne Witz, ich habe das alles noch nie gesehen. Ich weiß nicht mal, was hier überhaupt ist. Warum sterbe ich die ganze Zeit? Ich will einfach nur spawnen und eine gute Zeit haben. Wo soll ich denn spawnen? Da steht leicht dran. Ich dachte, ich spawn mal in leicht. Ja, nee, war gar nicht so leicht in leicht. So, dann gehen wir jetzt dahin. Da soll es angeblich auch leicht sein. Gucken wir mal, was da wieder abgeht. Ist hier irgendwas Böses? Hallo? Sieht gerade bisher ganz okay aus. Vielleicht können wir ja... Oh, Galibimus, ja, du bist ja auch kein Problem. Hier, was ist hier noch so? Nö, hier ist ruhig. Entspannt. Vielleicht machen wir hier so einen kleinen Anfang. Ich finde im Moment nicht so wie ich einen Ort, wo ich mal kurz sein kann, ohne zu sterben, Mann. Ich dachte, ich renne noch ein bisschen weiter. Und hier fliegen Dinge. Ich weiß nicht, was das sein soll. Was zum Teufel fliegt da? Was ist hier? Ich will das sehen. Yo, hä? Was passiert hier zum Teufel? Das ist doch nicht Primal 4, was ich hier spiele. Das ist nicht das, was ich vor 2 Jahren gespielt habe. Definitiv nicht. Schießt der solche Sachen? Das ist crazy. Ich liebe diesen Server. Das macht ja jetzt schon über Bock. Ich bin so gehypt, Mann. Ich kann nicht mehr reden. Bis jetzt ist das hier so der ruhigste Ort, glaube ich. Aber ich glaube, der ist doch nicht so ruhig. Weil war das nicht so, dass Alpha-Dodos auch ziemlich sauer sein können? Ja. Ich hab's gerade gesagt. Ich hab's gerade gesagt. Ey, das kann nicht wahr sein. Och Mann, da hatte ich das richtig in Erinnerung. Ja, perfekt. Gut, der wird mich jetzt einfach den ganzen Tag jagen. Och Mann, ey, ich will einfach nur einen Ort haben, wo ich mich so ein bisschen kurz hinsetzen kann und mich ein bisschen aufbauen kann. Und vielleicht so eine Armbrust craften, eine Upgrade Station. Und dann mit der Upgrade Station eine Armbrust. Oh, du hast aufgehört. Ich dachte, du wirst mich den ganzen Tag jagen. Und dann die Armbrust ein bisschen aufmotzen und dann vielleicht damit ein paar Dodos umschießen oder so. Ich will halt so ein bisschen anfangen, was zu machen. Ich darf einfach nicht. Auf Fjordo kenne ich mich halt auch null aus und ich spreche den Namen hundertprozentig auch falsch aus. Ich weiß null, wo ich hin muss, um Kristall zu finden, um Metall zu finden. Ich war hier viel zu wenig unterwegs, aber genau deshalb wollte ich diese Map spielen, weil ich dachte, ist das noch ein bisschen lustiger, wenn ich überhaupt nicht weiß, wo ich hin muss und was überhaupt passiert. Was zum Teufel ist das da schon wieder? Warum brennt die Schildkröte? Ich wollte euch gerade wiederholen und euch sagen, hey, die Insel hier sieht richtig ruhig und entspannt aus. Vielleicht kann man sich hier was aufbauen. Da hatte ich schon wieder ein scheiß Dodo unter mir. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Ich war so froh, hier angekommen zu sein, weil da hinten war auch alles schlimm. Und dann bin ich hier rüber geschwommen und dann dachte ich so, voll der gute Ort eigentlich, voll lieb hier. Oh nee, der Dodo schon wieder. Ich werde das ganze Spiel nur verfolgt von Dodos anscheinend. Ah, der hat abgelassen. Ich baue mir hier jetzt was auf, Leute. Ich lasse mich jetzt nicht aufhalten. Ah, oh, das ist der nächste Dodo. Oh nein, oh Kompis, oh nein. Und dann werde ich den umschießen. Wir wollen Rache. Das werde ich auf jeden Fall tun. Der Dodo wird leiden. Also zumindest, wenn ich die Kompis überlebe. Aber es sieht gerade nicht so gut aus. Oh, man, out. Oh nein. Ein Boss-Kompis. Ich mache 9 Schaden. Einen habe ich down. Oh, einer ist down. Papagei, kannst du mir nicht helfen? Bitte, sei doch mal nett, ehrlich. Ich brauche Hilfe. Och, Mann. Ich bin hier in einer schwierigen Situation. Warum ist hier alles so schwer? Ey, och Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich muss wieder auf die Insel schwimmen. Runde 2. Ich werde nicht aufgeben, Kompi. Du denkst, hast du Chance? Hast du nicht. Meine Axt ist viel stärker. Ich hätte mir auch eine Pike craften können auf dem Weg hierher. Ja, wäre ziemlich smart gewesen. Nö, hab ich aber nicht gemacht. Hier. Ja, was jetzt, hä? Was jetzt, Kompi? Ja, guck mal, wie stark meine Axt ist. Wie stark. Ich baue direkt mal den Kompi ab. Oh, nein, meine Axt ist kaputt. Ach, okay, nur Fleisch bekommen. Sehr gut, ich wollte eh kein Leder haben für eine Forge. Ey, das kann nicht wahr sein. Das ist einfach... Ich hab's. Bitte, bitte gib mir Leder. Bitte, gib mir irgendwas. 80 Leder, 120 Leder. Ich bin reich. Leute, es ist ein bewegender Moment gerade passiert. Ich hoffe, ihr habt das noch auf der Aufnahme gesehen. Nämlich habe ich gerade 40 Metall bekommen. Das ist großartig. Ich habe nochmal 40 Metall bekommen. Das ist einfach ein bewegender Moment. Nämlich haben wir hier eine Forge. Wir haben eine Forge und wir haben ein Campfire. Großartige Fortschritte, die hier gemacht werden. Ich hätte es nie gedacht, dass dieser Moment mal kommen würde, dass wir mal nicht direkt sterben. Aber es ist gekommen. Ich weiß noch nicht, wie wohl ich mich hier fühle auf dieser Insel. Wir haben unser erstes Essen. Auch ziemlich bewegend. Hier, den ziehen wir direkt mal wieder in 7. Hauen uns die ganzen Steaks direkt rein. Und dann wollen wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht einen Smithy zusammenbekommen, dass wir dann eine Armbrust machen können und dann uns ein bisschen wehren können. Das wäre schon ziemlich, ziemlich wild. Hier Metall zu finden, wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ich weiß auch nicht, ob ich da hinten rüber will. Vor allem, wenn ich da diese toten Fische da sehe, ist das Wasser anscheinend nicht so ganz gut. Weiß ich nicht. Aber es sieht gar nicht so schlimm aus. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr Sauerstoff skillen, damit ich auch mal ein bisschen schneller schwimme, weil das ist einfach schrecklich. Aber es geht voran. Okay, Leute, wir machen weiter. Wir werden bald Sachen töten. Bin ich mir sicher. Okay, geht doch nicht so gut voran. Geht doch nicht so gut voran. Mann, ich dachte, ich habe kurz Ruhe. Ey, was soll ich denn machen? Speere craften? Ich könnte diese HG-Speere craften. Vielleicht, ey, Kombi, jetzt kommst du auch noch dazu oder was? Ey, wisst ihr was? Wir testen das mal. Wir geben jetzt diesmal nicht so schnell auf. Ich habe extra alles gelernt. Spear. Kann ich den schnell craften? HG-Speer. Da fehlt mir nichts dafür. Okay. Sehr nice. Gut, wir machen Fortschritte. So. Kombi, du wirst so heftig leiden, wenn mein Speer fertig ist. Ich werfe dir den direkt an den Kopf. Hier, ist das nicht so ein unendlicher? Ja. Let's go. Du bist ein Einhorn. Okay, du bist ein Dreihorn. Kombi, stirb. Stirb, Kombi. Wie kann man denn. Was ist das? Was sehe ich da schon wieder? Was sehe ich da schon wieder? Ich weiß es nicht. Ey, wenn der Dodo mich tötet, bin ich übrigens am Arsch, weil ich komme gar nicht wieder her. Ich weiß nicht, wie viel Leben so ein Dodo hat. Also wie ich überhaupt nicht. Aber das klappt echt gut. Hä? Guckt euch das an. Ich weiß halt nicht, wie lange ich das machen muss, bis der tot ist. Aber es sieht so aus, als könnte ich das möglicherweise gewinnen. Guckt euch sein Gesicht an. Guckt. Hä, was zum Teufel mache ich hier schon wieder? Aber die geben mir Leder vielleicht und irgendwelche komischen anderen Sachen. Ich weiß nicht mehr genau, was es bei Prime 4 so gibt. Ups, der war ein bisschen drüber. Mach nicht mein Haus kaputt. Please, mach alles nur nicht mein Haus kaputt. Also, das ist noch nicht mein Haus, aber bitte mach's nicht kaputt. Dodo tot. Leute, ich will nicht flexen, ne? Aber ich habe ganz alleine einen Toxic Dino getötet. Wir sagen jetzt nicht, was für ein Toxic Dino. Es war ein Toxic Dino. Und der war easy. Easy Kill. So, und ich werde jetzt nochmal nach diesem Papagei gucken. Ich will wissen, ob ich irgendwas mit ihm machen kann. Kann ich dich. Ich muss irgendwie Food in den letzten Slot legen. Hier, ich habe richtig gutes Fleisch für dich, ey. Wenn du richtig Bock hast. Ich gebe dir sogar mein gegrilltes, mein Freund. Aber dafür müsstest du mal wieder in die Nähe kommen. Oh, du magst kein Fleisch. Und du haust ab. Gib noch nicht auf. Ich habe Bären im letzten Slot. Komm wieder! Der ist sogar 580. Oh, das wäre mein Überpapagei. Okay. Ja, er hat ihn gegessen. Wie viel? Er ist sogar, ich glaube, ein Drittel oder so gezähmt. Ich habe es nicht genau gesehen. Papagei, ich werde dich sowas von zähmen, ey. Du wirst es nicht kommen sehen. Ich werde dir nochmal zwei Bären geben und dann bist du mein. Dieses Zähmen ist schwerer als erwartet. Bin, vielleicht doch nicht. Oh, ist eine Bäre. Du bist nicht hungrig, wie du bist. Ah, du hast gerade etwas gegessen. Oh mein Gott, ich hab dich bald. Ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott, das ist wundervoll. Ich weiß nicht, ob ich schon gezeigt habe. Ich habe Fortschritte gemacht. Ich habe eine Spitzhacke und eine Axt. Das ist jetzt nicht so ein crazy Fortschritt. Aber ich habe auch einen Papagei. Das ist auch ein Fortschritt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie lange du überleben wirst, aber es ist wundervoll, dich dabei zu haben. Das ist mein neuer Freund. Wie soll er heißen, Leute? Schreibt meinen Namen in die Kommentare. Oh mein Gott, ich hoffe, du überlebst die Folge wirklich. Du musst überleben. Du bist so ein guter, du bist so ein Süßer. Was kannst du? Kannst du irgendwas? Ich wette nicht, ich kann dich einfach nur aufheben. Ist das da ein gutes Zeichen? Ich habe gerade einen Dodo getötet, weil ich brauchte ein bisschen Leder. Und der mochte das nicht so gerne anscheinend. Oh nein, bitte töte mich nicht. Kannst du schießen oder so? Verpiss dich! Lass mich in Ruhe! Bitte, ich habe nichts getan. Ja, ein Damage hier, friss dir ein Damage. Muss ich mir Sorgen machen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist schon okay. Ah, du kommst jetzt mit zur Base. Scheiß drauf. Hauptsache, mein Papagei geht's gut, ey. Okay, unsere Zeit ist gekommen. Armbrust komplett aufgewertet. Die hat jetzt 300 Damage, gar nicht mal so viel. Ich dachte, ich krieg bestimmt so 600 oder so. Hab die komplett aufgemotzt. 300. Übel Shit eigentlich. Jetzt habe ich 300 Pfeile gecraftet und jetzt wird dieser Dodo heftig leiden. Zum Beispiel nur einer von vielen Sachen, die jetzt leiden werden. Guckt euch das an. Wo sind die Gegner? Ich habe keine Ahnung. Hier sind sie nicht auf dieser Insel. Hier, weg ist er. Wo ist dieses komische Ding, was um mich rumfliegt die ganze Zeit? Das hat sich anscheinend verpisst, weil sonst hätte das auch einen Pfeil bekommen. Was bist du für ein Parasaurus? Normaler. Hier, da. Kriegst auch einen Pfeil. Wo willst du jetzt hinrennen? Ist eine Insel. Zack. Hier. Nirgendwo hin, nämlich. So. Wir haben Leder. Und wir haben Toxic-Hide am Start. Ich weiß nicht, was wir mit Toxic-Hide machen. Keine Ahnung. Ich brauche immer noch Kristall tatsächlich, weil ich ein Spyglass haben möchte. Das wäre echt super, super cool. Und ich bräuchte eigentlich auch Metall, weil Metall habe ich auch kaum. Weil dann würde ich mir noch meine Armbrust aufrüsten und die vielleicht darauf hoffen, dass die ein bisschen mehr Damage hat. Die Insel da hinten sieht ganz schön böse aus, aber die sieht auch so aus, als wenn die möglicherweise Kristall und Metall haben könnte. Von daher, ich bin nicht abgeneigt, da mal einen kleinen Besuch abzustatten. So Leute, ihr seid nicht bereit dafür. Ihr werdet jetzt nämlich sehen, wie ein Profi Kristall und Metall holt, ohne Probleme. Oder vielleicht kleine Probleme. Vielleicht ganz kleine Probleme nur. Oder? Oh, was macht der Sachen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe einen Papagei dabei. Boah, ich habe einen Papagei dabei. Oh nein.
Nein, ich wollte doch, dass er überlebt. Oh nein. Also sie sind sauer, aber irgendwie beißen sie mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also sie schwimmen einfach durch mich durch und treffen mich nicht. Okay, das ist überraschend. Aber gut überraschend. Ich habe keine Rüstung an übrigens. Okay, wir sind drüben. Wir sind erfolgreich drüben angekommen. Haben kein Damage bekommen. Das war voll gut. Voll easy auch. Hatte auch keine Angst um meinen Papagei. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ich kann ihn doch jetzt nicht die ganze Zeit auf der Schulter tragen, während ich nackt über eine böse Insel laufe. Oh, ich wollte ihn zurücklassen. Nein, ich hab's vergessen. Ah, vielleicht müssen wir uns nochmal einen neuen zähmen. Bin ich mir aber nicht so sicher. So, wo gibt's hier jetzt irgendwie sowas wie Metall oder so? Das wäre cool. Obsidian ist halt nicht so nice. Ich brauche auch Kristall. Ah, wir werden wohl ein bisschen weiter rumgehoben. Ein Kilo nur. Okay, wir werden wohl ein bisschen weiter rumgucken müssen. Ey, ich kenne mich hier einfach null aus. Ich habe hier schon mal gespielt, habe ich hier nicht... Was habe ich hier auch noch gespielt? Irgendwie eine andere Mod auf jeden Fall. Aber dafür... Nein! Hä? Ich, das ist mein Ende. Das ist gar nicht mein Ende. Warum macht Lava kein Damage? Hä? Okay, ja, nö, finde ich auch gut. Ich muss sagen, ich bin hart verwirrt. Erst töten mich die Dinos nicht und dann tötet mich auch die Lava nicht. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Ich würde euch gerne beweisen, dass ich nicht irgendwas anhabe und würde mich gerne von dem Dino verprügeln lassen. Aber das kann ich nicht. Aber ich bin ja auch schon die ganze Zeit gestorben vorher. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist schon wieder so merkwürdig. Aber was ist da hinten für Morellotops? Die habe ich noch nie gesehen. Der sieht ja überwild aus. Was? Es gibt Feuer-Morellotops? Was zum Teufel? Oh mein Gott, ja. Ich glaube, ich habe euch jetzt gerade bewiesen, dass ich doch Schaden kriegen kann. Ja. Ein Skorpion hat mich erwischt. Und mein Papa ist, glaube ich, auch tot. Oder lebt er noch? Ich weiß es nicht. Und wie komme ich wieder auf die Kackinsel? Oh Mann. Oh Mann, ich habe schon wieder gar keinen Bock. Warte, lebt mein Papagei noch? Nur ich bin gestorben. Der lebt noch. Ich rette dich. Ich werde dich sowas von retten. Du weißt es gar nicht. Ich bin auf dem Weg. Die 3000 Meter sind ein Klacks für mich. Mach dir keine Sorgen. Ich bin gleich da, mein Schatz. Also, ich muss nicht mehr super weit. Wir sind bald da. Ich glaube, ich habe irgendwas Böses hinter mir. Nö, bis jetzt habe ich noch nichts Böses hinter mir. Das hat besser geklappt als erwartet, ehrlich gesagt. Und jetzt werden wir unseren Freund retten. Natürlich werden wir ihn retten. Ohne Probleme, Leute. Ich habe gesagt, er wird die Folge überleben. Er wird die Folge... Oh, Velo. Oh, Fawny Dragon. Oh, no, 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 no. Sind die Böse, die Morphodons, die da über mir fliegen, die riesig sind? Oh, bis jetzt noch nicht. Okay, darf ich kurz durch und hier so lang? Okay, dankeschön. Ey, ihr seid die Besten, ehrlich. Ey, so ein Dimorphodon wäre schon nice. Damit könnte ich zurückfliegen vielleicht. Ich hätte auch gerne irgendwas zum Fliegen. Das wäre schon super gut. Ich muss mal gucken, ob auf meiner Insel irgendwo Petris sind. Komm zurück. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Du kämpfst. Warum kämpfst du? Komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir. Bitte, bitte komm rüber. Komm rüber. Komm. Komm, ich rette dich. Ich rette dich. Dir geht's gut, oder? Dir geht's gut. Dir geht's bestimmt gut, oder? So ein Skorpion kann dir nichts anhaben. Rückzug, aber ganz schnell Rückzug. Okay, wir gehen zurück auf die Insel. Ich habe nichts gefunden, was ich finden wollte. Scheiß drauf, ehrlich, weg hier. Ich gehe eine Minute auf Toilette, komm wieder und auf einmal spawnt so ein Wesen hier auf der Insel, Mann. Oh mein Gott, ich muss meinen Papagei beschützen mit meinem Leben, aber sowas von. Wo du hast da hingekotet. So, ich werde einfach gegen den kämpfen, glaube ich. Wie schnell ist der so? Der ist gar nicht so schnell. Und meine Armbrust ist einfach großartig. Wie, du nimmst meine Base auseinander. Warum logge ich die immer zur Base? Das ist gar nicht so smart. Und ich habe schon überlegt, mir noch einen Ersatzpapagei zu zähmen, möglicherweise. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich habe hier schon irgendwo angefangen, einen zu zähmen. Ich weiß aber nicht genau wo. Und diese Anzeige mitten in meinem Gesicht ist auch gar nicht so nice. Hier gibt's Petris auf der Insel. Oh mein Gott. Und hier gibt's große Papageien auf der Insel. Ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt, Mann. Der ist einfach Endboss, guckt euch das an. Das ist schrecklich. Was soll ich tun? Er ist tot. Apex Tillo. Das war ein Apex. Ich habe einen Apex gekillt in der ersten Folge. Das soll mir mal einer nachmachen. Der hat sogar Loot. Der hat sogar komische Blueprints und sowas. Und der hat Pfeile. Zwei Stück. Zwei Stück ist zwar nicht viel, aber ich habe Pfeile. Kann ich die so in meine Armbrust machen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich? Kann ich da mit dem Petri ausnocken? Oh mein Gott, es kommt alles zusammen gerade. Oh, die da sehen böse aus irgendwie. Und die blitzen so komisch und so. Ich glaube, den gehen wir lieber aus dem Weg. Ich weiß nicht, den vertraue ich nicht so ganz. Und ich glaube, für alles andere brauche ich halt so Kibbel. Ich könnte, Alter, echt nur einen normalen Petri... Du siehst auch schön aus. Normalen Petri-Zähmen. Aber gibt es hier so... Oh, der heilige Petri. Welches Level? 80? Scheiß drauf, nimm den Pfeil. Herzlich willkommen in der Gang.
Das ist ja alles viel einfacher als erwartet. Ich dachte, ich muss erst so Narkosemittel und sowas. Oh nein, Kombis, ich hätte es nicht sagen sollen. Kombis, please, lass mich in Ruhe. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe eure ganze Familie vorhin schon mal ausgerottet, aber sonst habe ich nichts gemacht. Ey, bitte. Warum hat mir eigentlich keiner gesagt, dass ich einfach die Pfeile wieder wechseln kann in meiner Armbrust und dann kann ich die auch einfach töten? Ey, Leute, ich dachte auf euch Verlass. Ich dachte, ihr sagt mir das einfach. Aber nee, habt ihr nicht gemacht. Ach, Junge, selbst Damen sind die schwer zu töten. Ey, das kann nicht wahr sein. Kombis sind Endgegner. Dillos sind Endgegner. Alle sind Endgegner. Aber diesmal, hier, guckt euch das an. Warum hat der Mate-Bus? Wo ist denn noch einer? Das sind doch alle tot. Ich hab's geschafft. Viel zu einfach. Kein Problem. Und jetzt gucken wir hier mal, der ist am Zähmen. Ich wollte einfach gerade Filet holen und in der Zeit war der einfach schon gezähmt. Nice! Wir brauchen nur noch einen Sattel und dafür brauche ich Chitin. Woher kriege ich das jetzt wieder? Och Mann, warum ist der Start in Arke immer so übel schwierig? Ich weiß es einfach nicht, weil ich will immer noch gerne Kristall haben. Aber dafür würde ich, glaube ich, ganz gerne irgendwo hinfliegen. Level 60 Turtle. Die wird mir Kreatin geben. Sage ich euch so, wie es ist. Und mein Bogen lädt nicht nach. Sehr nice. Bogen hast du schon wieder gut gemacht. Ey, das ist ein Bug, der existiert bestimmt seitdem ich Ark spiele, ne? Wie zum Teufel kann das noch nicht gefixt sein? Hoffentlich ist im neuen Ark dann alles besser. Wirklich. Also, wenn das nicht gefixt wird, dann drehe ich, glaube ich, durch. So, Carbonemi. Hier, gib mir eine Kreatin. Oh nein. Hä? Kriegt man doch. Kriegt man doch. Wir geben natürlich nicht so schnell auf, Leute. Natürlich nicht. Nächste Carbonemi tot. 120 Keratin. So schnell kann es gehen. Ey, es kann losgehen. Sattel ist fertig. Wer will uns jetzt noch aufhalten, hä? Ich bin zu fett. Ich bin viel zu fett. Aber wer will uns jetzt noch aufhalten, hä? Niemand nämlich. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich fühle mich nicht sonderlich sicher dafür, dass ich auf Petri bin, wenn ich so sehe, wie diese Fjordhawks da einfach Petri jagen. Gut, das ist ein Fail mit Petri. Was zum Teufel geht hier ab? Hier ist ja Überwelt, hier stirbt doch alles. Oh mein Gott, das ist ein Buffon Ferox oder wie die Dinger heißen auch noch. Oh mein Gott. Es ist schrecklich. Diese Welt ist schrecklich, in die wir uns da begeben haben. Ich dachte, wir haben hier eine gute Zeit in der neuen Season. Das sieht einfach gar nicht gut aus. Und ich muss ständig zwischenhalten, weil ich keine Ausdauer habe. Und ich habe immer noch kein Kristall gesehen. Oh mein Gott, das Rock Golem. Ich will doch einfach nur die ganzen Sachen mal abchecken, so mit meinem Spyglass, was das für Dinge sind. Aber ich kann einfach nicht. Ey, hier oben drin bauen wäre wahrscheinlich auch. Was? Dodorex! Och Mann, ey. Hier oben drin bauen ist bestimmt voll cool. Aber da ist auch ein Skorpion drin. Und hier spawnen anscheinend nicht so super nette Sachen, wenn ich da gerade so rüber gucke. Also, das gefällt mir nicht so gut. Da ziehen wir lieber trotzdem noch weiter. Ich will einen richtig coolen Ort zum Bauen haben. Ich höre so viele komische Geräusche, das macht mir einfach nur Angst. Was passiert hier? Ich weiß nicht mal, wo hier Dinge passieren. Ist es die Dodo-Wyvern da hinten? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, lass mich hier ganz schnell weg. Da ist noch eine Dodo-Wyvern und. Okay, Leute, ich habe Kristall gefunden. Ich weiß nicht, wie sicher ich mich hier fühle. Und ich habe gerade einen Eintrag bekommen. Einfach mal so. Warum habe ich den bekommen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sehr gerne hier was mitnehmen. Wir landen hier einfach mal. Ganz entspanntes Ding. Und ich glaube, hier ist es auch einfach nicht gefährlich. Nö, das sieht richtig gut aus. Jetzt werde ich hier schön mir gleich Soul Balls craften und dann kann ich einfach mein Petri auch mal einpacken. Und vielleicht mein Papagei zu Hause auch. Und ich habe zu Hause Betten aufgestellt sogar. Ich war so ein bisschen vorbereitet, bin ich an das Ganze reingegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Petri mich noch nach Hause trägt. So, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu fett. Ah, ich bin ein bisschen viel zu fett. Och nö, ey. Aber ich will eigentlich auch nicht noch mehr Gewicht skillen. Ich glaube, wir machen jetzt einfach hier mal so einen Soul Ball, wenn ich mir das leisten kann. Hier, da. Machen wir mal welche davon. Wir machen uns gleich ein Spyglass. Und dann geht das Leben endlich weiter. Oh mein Gott, hier explodiert alles. Ich war gerade schon neben dem Chaos-Griffin. Und habe da einfach eine Pause gemacht, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich hier rumstehe. Aber wir sind gut weggekommen. Ey, es ist einfach schrecklich. Ja, so, wir haben so ein bisschen Petri eingepackt. Guckt euch das an, Celeste, Yuti. Ich freue mich so heftig auf die Season. Ihr wisst es gar nicht. Hier gibt es so viele coole Sachen. Es ist einfach wundervoll. Ich habe so coole Sachen schon gesehen. Und es gibt halt Spirit und Chaos, Tylas. Und Tylas sind meine Lieblingsdinos. Ich bin jetzt schon fast tot. Was zum Teufel? Okay, ja, ich dachte, ich komme zu bisschen nach unten und kann noch Sachen angucken. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Wir sind wieder zu Hause. Let's go. Das wird Kristall.
Ich habe ein Spyglass. Ich kann es nicht glauben. Ich kann einfach mal abchecken, was das hier zum Beispiel für ein Dodo ist. Toxic. Yo! Ich dachte nur, die Zombie-Toxic-Dinger sind sauer. Und dann sehe ich sogar, wie viel Leben die haben. Und ich kann die dann einfach killen, ohne Probleme. Guckt euch das an. Ich bin der vorbereitete Kristall. Einfach geholt. Metall habe ich immer noch nicht. Ich wusste auch nicht, wo ich was herkriegen soll. Aber wisst ihr was? Das ist mir auch einfach egal. Solange wir ein Spyglass haben, geht es mir schon viel besser. Jetzt können wir auch mal abchecken, was das hier für welche sind. Das sind Electric Parrots. Die sind doch böse, oder? Sind die böse? Seid ihr böse? Ihr seid nicht böse? Ihr seid nicht böse? Oh, wow! Hä? Ich will sowas zähmen. Hier ist ein Jabora. Ey, Jabora! Kann ich dich... bleib hier. Nicht zum Bonto. Ich will dich nicht hauen. Bleib hier. Ich muss dich zähmen. Ich muss dich mitnehmen. Du bist es, Larry. Jetzt haben wir einfach ein Papagei und ein Jabora. Was war das? Bitte für ein wilder Tag. Wir haben einen Jabora bekommen. Wir haben einen Papagei bekommen. Wir haben ein Spyglass bekommen. Und wir haben hier unsere kleine Base auf einer Insel, wo nicht so viel los ist. Ich würde sagen, das war ein großartiger Start in die neue Season. Leute, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Wenn ihr abonnieren wollt, das wäre super, super lieb von euch. Wenn ihr auf dem zweiten Kanal vorbeigucken wollt, wäre super lieb von euch. Das spielt gerade Overhaul X, auch eine wilde Mod. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag. Und tschüssi. Bis zur nächsten Folge. Hey, hey, yo, tschüss. Falls euch das Video gefallen haben sollte, guckt doch auch gerne bei diesem empfohlenen Video vorbei oder bei dem letzten, was ich gepostet habe. Oder lasst ein Abo da. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag oder gewiss gucken.